Vandaag zit hier in Ascension en heb een bijzondere gast, dat is Jit Ditsch. Dankeschön, onkel Jit, dat we hier dit maken durven. En hij is een kinderevangelist, een China-evangelist. Viele van onze paraguayische mensen waren waarschijnlijk dem zeer goed aan en andere waren dat niet. Als onkel Gerd. Als onkel Gerd. Hast du früher jaren als kind wollt veel aan de Bibel lezen en Geschichte hier en vertalen? Ja, als sie in een christgläubige familie abgewachsen. Sie datieren davon 12. Oho. En wie hat die Sünderschuld? En dat interessiert mich. En ich wist dat al van zeer clean on, dat ich een Sünder wie en dat ich eigentlich verloren wie, ohne Jesus. Ah ja, ja. Dan hast du keine Kindheit bestimmt bekehrt. Ich habe mich mit 12 Jahren bekehrt, weil ich wohl mal mit 10 Jahren dann wie jeder Zeit dann für die Evangelisation, für die Gräute bloß, und dann schrieb ich die knallhohe Botschaft dann auch aus 10 Jahren mit. Und ob das dann nicht Angst wird oder was, das weiß ich nicht, aber auf alle Fälle ich wohl mit 10 Jahren mich bekehren. Und dann hat ich gedacht, das war zum letzten Abend. Und wir wohnten 6 Kilometer auf von Philadelphia in Darb Alb. Und da wurde ich mitfahren auch. Dann sagt mein Paar in Nummerach, du warst tüß blieben, feibesorgen. Und wir waren noch mein Bruder und Familie vorher spazieren. Ja. Und ich weiß noch so, was der war vorher vom Hof, dann wir mit Burger und Pier den Dauertau machen musste. Ich. Und dann habe ich sehr gehielt. Ah. Ich wollte mich beziehen und dort bin ich für 2 Jahre da. Ah. Ja, ja, und in seiner Schuld schrieb ich alles mit. Der Seele ja. Uns, dass Gott uns gut wir. Der Seele uns, dass wir Sünder wären. Der Seele, dass Jesus von uns gestorben wäre. Aber der Seele nicht, wo wir von uns sind, frei werden können. Dass Jesus auf mich wartet, dass ich am Ende lade. Und ja, mich hat das immer sehr interessiert. Und ich habe dort sehr gute Sünderschuld gehört. Die mich sehr auch geholfen habe. Ich bin sehr froh, dass ich das mal mit 12 Jahren getan habe. Und wie dann war das bei einer Evangelisation? Dort wie bei einer Evangelisation. Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich gar nicht Heilsgewissheit. Die Heilsgewissheit bei mir hängt davon auf, ob ich so gelebt habe, wo ich mich gut fühle, von mir fehle. Aber dort ich ein Kind Gottes wie dort, auch wenn ich gesündigt habe, wo ich damit klarkomme. Dort hat ich nur hergezogen. Und dann hast du in deiner Jugendzeit auch mitgemacht, eine Jugendarbeit oder so? Oder ja, ich habe mit 16 Jahren an Sünderschuld zu holen. Und da habe ich, weil ich von da schon daran denke, wo wenig Vorbereitung ich hatte. Aber der liebe Gott hat das angesehen und ich habe mit einer Partie von der Sünderschule Ex-Sünderschüler immer noch Kontakt. Ah ja. Ja, ja. So, die wird das wichtig, dass dann auch junge Menschen, junge Kinder, auch ja. Das Wort Gottes treffen, von ja. Dann an all. Ja, und, richtig, ich meine, man wusste daran. Ja. Man hat sie nicht alle Erkenntnisse auf einmal. Aber ich bin so sehr dankbar, dass ich dann noch ja. Nur ging ich dann noch mal zur Zentralschule wieder, weil wir hatten nicht Geld. Das heißt, wir saßen Klasse, dann wir Geld wir nicht, weil dann mussten wir in Philadelphia im Internat. Und aber als ich dann ich selbst verdiente, dann sehte mein Paar so eine Wäsche. Dann ging ich mit 19 Jahren fange ich dann an. wieder Zentralschule. Wieder Zentralschule zu gehen. Wow. Und dort, als ich 4. Klasse 1 hatte, das war dann das Maximum,
Dann konnte man ein Lehrerseminar. Ich will Lehrer werden. Aha. Und dann habe ich sehr gebetet, dass ich die gute Note kriege. Und die habe ich auch im Lehrerseminar nennen. Und aber im Lehrerseminar fällt mir das furchtbar schwer. Ich habe mich so angestrengt. Und wir hatten einen Lehrer von Deutschland, Erhard Schneider. Und der sagt, der hat das Gefühl, auf man wird, wo man wörtlich angebracht wird. Und dann eines Tages rappt er meine Sichtung und sagt, ich sei du strengst, die sei ja ohne, dass mit der Note das will gehen. Das will gehen. Weil wir doch mal beten, dass Gott die wisst, ob das nicht ein anderen Bach hat. Na ja, dann ein sie verschlägt. Und so kam ich dann in Deutschland, auf eine Bibelschule, nach Adelshofen. Und da habe ich viel gute Sachen in meinem innersten Leben erlebt. So, du hast dann irgendwo gedacht, im Röpitschrei in Deutschland zu gehen und wieder in der Bibelschule als Lehrerseminar. Ja, ja. Der stimmt beide. Naja, das war mir klar und dort gab es sehr viel Kämpfe. Und die Finanzen gab es dort auch noch an? Na, dass wir so die Bibelschule sehen, dass sie lebte mit Glauben, dass sie beide für all die Finanzen, was sie brauchten. Und ich durfte an der Biuniastätte und ich wir waren nicht verpflichtet, was zu tun. Wow. Und dort, und als ich dann dahin komme, dann sagst du, Leiter, sagst du, dort, was wie die geschrieben haben, dort Geld. Und sagst dann, wenn du den Tenepasta von Paraguay zu Engels, dann betest du den lieben Gott nicht, hat ihn am liebsten vorgelebt. Dann arbeite wie. Eben so eine Überstunde, wenn das Geld nicht hört, nicht? Und wobei ich mir so, Probe schütt nicht. Und dann bin ich dafür, und dann habe ich einen Schweizer und sagt, du, meine Mama hat mir zwei Tenepasta geschenkt. Kannst du nicht ein gebrücken? Fehlt dir nicht ein? Und dort war meine erste Erfahrung, wo ich dem lieben Gott um materielle Sachen bei das will ich nicht, dass ich nicht arbeiten will. Ich darf die schon nicht arbeiten, Geld verdienen. Ich werde im Studium da teilgeloten. Und aber Gott, der versorgt mich dann. Wie lange bist du dann da? Na, erst mal 3 Jahre wie die Bibelschule. Und dann mache ich noch einen speziellen Kurs für 10 Jahre Arbeit in der Schweiz. Und dann kam Ingrid, meine Freundin, die kam dann auch nach Deutschland. Und wir verlobten uns und sind wir dann noch ein Jahr bei Bibelschule, ich schaffte ein Jahr in der Gemeinde. Im Ganzen sind wir von der 70, warte, saßen 70. Was? Im Ütland? Wir im Ütland. Und dann kommen die Tränen, wo stehst du dann an? Was tätst du dann? Ja, als ich im ersten Jahr in der Bibelschule war, hatte da einen Leiter von der Kinder-Evangelisationsbewegung eingeladen von Europa, das war Sam Doherty. Und der will all die Studenten, die dort machen, machen für 10 Jahre arbeiten. Er schickt mir so die Studenten an, wer wird nicht angeredet worden. Und im dritten Jahr, als ich da war, hat wir Evangelisationsteam, aber nicht bloß für die Größe, sondern für die 10 Jahre Nummer 8 ein Programm. Und in der Arbeit kam ein Jung, Matthias, der hat 7 Jahre, und dann sagt Matthias, was weißt du? Ich will Jesus abnehmen, sagt er. Dann wirklich natürlich. Und sagt, der hat das vielleicht noch nicht ganz richtig kapiert. Und dann erkläre ich ihm das nochmal, da wären noch 2 andere Jungs, einer von Nähen, der andere von Tieren. Und der war da, holt das immer weiter. Ich will Jesus abnehmen. Ich wüsste, dass das ein bisschen problematischer Junge wäre. Dann sage ich, weißt du, wann du, dann nahm ich ihm Port. Und ging in ein anderes Zimmer nennen, und dann sage ich, weißt du, Matthias, wann du Jesus abnehmen wirst, dort bedient, dass du dann auch gehörst, deine Mann, mein Papa.
in der Kindergärtnerin. Wie wurde gesagt, los um die Levite, die Gesatze, meint ihr dort, ja? Ja, ja. Und dann zeigt er mir so und sagt er, dort weit ich, Ola, da wäre ihn, wenn ich Jesus abnehme. Aha. Und der bezieht sich dann für mich wie der Dach hier an. Ich wäre so total durcheinander. Der Kleine hat es kapiert, aber ich hat es nicht kapiert, wo einfach dort wir. Und der hat es kapiert, und als wir 2012 in Deutschland waren, wie wir waren bei Arne Engelud, und wie wir in Zwischenfurken in Deutschland. Und dann sag ich da, ich will mich bedanken, dass du mich mal zu Jesus geführt hast. Mhm. Ich will die sagen, dass ich den Glauben niemals doch gelohnt habe. Von dann an. Und dort, dort wir endlich mein Schubs. Ja. In der Arbeit, ah. Dann sehe ich mich so, und dann, aber ich will mit keiner Organisation, ich will frei. Aber der liebe Gott mir dort klar macht, du brauchst wem, der hinter dir steht. Mhm. Oder der, und dann bewarben wir uns bei der Kinderevangelisationsbewegung in Deutschland. In Paraguay hat er 1973 angefangen, in 1973 wirkt das Jahr. Wo mir das klar war, dass ich Zinger machen würde. So, der stellte die praktisch Fuß an hier in Paraguay? Ja, ja, das wir nicht Fuß, weil der habe ihr System. Mhm. Ich habe das all gesagt, dass ich glaube, Leben mein ja. Gott vertraue, dass einem versorgen wird. Dann sagen sie, du kannst ihnen Freundeskreis abhören, für die Bete und für die, die finanziell unterstützt wurden. Und da wird auch ein Grund, warum ich endlich mit seiner Organisation will. Ich will nicht Geld brauchen. Mir wird das gar nicht bewusst, dass der liebe Gott für mich dort Ferien sein hat. Und dass ich nicht bloß das Geld braucht, sondern die Menschen, die spenden, die beten auch für uns. Und wir haben Bad von Dorf, Messkreis von Anfang, von 1975. 76 habe ich Menschen, die für uns beten in der Städte. So hast du von dann an endlich immer an, für den die Arbeit, weil man so sei, na ja, mit denen für Gott, ja. 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 Du magst die dann einen Freundeskreis, Gemeindes. Ja, und dort jetzt über die Organisation in Deutschland, in Vichy uns. Und sie holt dann jeden Monat und informiert. Okay, der Freundeskreis tut das so mehr oder weniger dort an und dort der tut die dann. Wie tut das? Das ging so einmal besser an. Ja, ja. Na ja, das hat auch ausgelegt worden. Ja, ja. Nicht, okay. Dass wenn einmal viele Spenden entkommen. Mhm. Und wo kommt das dann hier in Paraguay an? Das wird doch hier was Frisches dann bestimmt. Ja, ja, das wie ein Ricardo. Mata mit seiner Frau und mir, da hat er zwei kleine Kinder dann, der kommt von Argentinien, der hat die Arbeit angefangen. Und der freut sich. Aber der reden sie mit einem Jiménez oder González, aber nicht mit. Und mein Spanisch, wie ich sehe, Tapalatinsch sei wie immer, aber das. Was habe ich dann die ersten Jahre, wo habe ich das dann getan, die ersten Jahre? Na, ich habe mich bemüht, Spanisch zu lernen. Dass die selbst Evangelisationen organisieren oder dass die bekannt machen, dass wenn Evangelisationen sind, dass die Zehnerarbeit übernehmen? Ja, was unsere Mission wichtig ist, dass man von der Bibel her weit Wort sagt, über Zehner. Das ist uns ganz bewusst. Wie sage ich, die Mathe ist geräumt worden, dass sie dort verstehen. Aha. Und von der Bibel steht doch von verstehen, nicht Berne. Um geraten worden. Dort steht was Berne von Glauben. Und dann habe ich uns ein Ziel, wie immer, die Menschen von der Bibel her zu wiesen, was steht da Berne. Was ein Kind deine Korn und deine Welle und deine Mat, um geraten worden. Mhm. Das ist
Das ist das eine, ja, aber wo kommt ihr an die Tschernjanon? Nein, wir motivieren erstmal, dass wir zu der Kirche reden, normal so einen Pastor besuchen und dann anbieten dort wie eine Botschaft über die biblische Sicht von der Tschernjanon bringen würde und dann bieten wir Kurse an in der Kirche. Okay. Und dort sind sehr viele Menschen vorbereitet worden. Und Gott sei Dank in Paraguay gibt es eine ganze Partie Kirche, die da 10 Stunden in Stunde sind. Ah ja. Und dort war dann die erste Zeit alles Spanisch und irgendwann bist du überhaupt bei den Mennoniten reingekommen, ja? Ja. Und dort... Willst du dort auch sagen, dass du Gott mit Tschernja kannst, den dort beibringen, hat er die auch angelot? Die haben mich angelot und der Grund, wo ich hier nicht sage, willst du dort hat was mit dem Evangelist zu tun. Aha. Das hat mit dem Vater vom Evangelist. Okay. Der hat eine lüde Stimme. Aha. Und da hat er sich Schiss, dass die Tschernja vergrüllt wurde. Dann sagt einer von ihm, Mendeleitas, weil wir uns doch dem Gertich einladen. Und, so bist du dann an den Mennoniten, an den Plotticher, der Hudicher ja, Welt ja. reingekommen. Ja, in Furz hat wir auch da Mitarbeiter, eine Frau, die nahm die fortlaufende Geschichte, weil wir heute singen, Bibel forschen, fortlaufende Geschichte, und dann die biblische Botschaft. Eher wie die Sache mit den 10 Jahren genommen, übernommen das Programm, gab es eine öffentliche Versammlung für die Älteren. Mhm. Ich erzähle an, was wir da wir haben niemals gedreht oder gedreht mit der Halle, damit das sich bezieht. Wir haben das angelot. Mhm. Und Jesus sagt, kommt her zu mir alle. Dort hat uns sehr, sehr viel Freude gemacht. Mhm. Na ja, dort bleibe ich weit wie Chakenos hier in Paraguay. Wir haben sehr viele Chani erlebt. Wo alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin am 77. dann. Okay. Modell 47. Aha. Und du hast dort nur ein bisschen zu sehen gelassen? Wir haben dort aufgegriffen Verantwortung. Und ja, städte noch da, wo wir zählen, wo wir gebrückt wurden, aber... So, wenn Menschen die doch noch anrufen, dann weißt du bloß, woher gehen dem, der wird die wieder haben. Ja, offenbar, die zeitweilige Kraft hat er gut. Aha. Ich möchte, für das Vorbereiten fällt mich schwer da, als Ferien, aber ich vermisse die Arbeit mit den 10 Jahren. Hm. Das ist ganz ehrlich. Ich habe keine 10 Jahre beziert. Hm. Ich habe Gott seine Botschaft wieder gegeben. Und Gott hat dort gebrückt. Und Geschwister waren die mich tauhieren, oder uns hier tauhieren, vertraut hat, dass Gott jüngst gebrückt, um dort so klar zu sein, ganz einfach. Und dann sagt er, verurteilt wird. Und wenn die bei mir die 10 Jahre dort einfach und klar erklären, dann wollen die dort fehlen, ob eins ganz anders verstehen. Will man 70 Meter zu erklären, so dass sie ja das verstehen. Aber eins klickst du bei uns selbst. Mm. Mensch, heute noch niemand so sein. Danke noch einmal. Ich bedanke mich bei dir, Reinhold, und möchte Gott jüngst die persönlich, deine Familie, nehmen an, du hast Familie, ja. Und ganz recht sein. Dankeschön. Und jüngst aus Tauhira auch. Ja. Dankeschön, möchte das für jeden zum Sehen sein.